Willkommen zurück zu Let's Play Siberia 2. Juhu, endlich geht's weiter. Ich habe jetzt eine Weile gar keine Zeit gehabt zu spielen, aber heute habe ich die Zeit gefunden und ich habe hier ein bisschen rumgetestet. Also nochmal für alle dieses Flugzeug. Wir müssen hier irgendwelche Zahlen, Koordinaten, was weiß ich, hier rauskriegen und hier sind halt verschiedene Knöpfe und da kann man auch ziemlich viel falsch machen. Ich habe das vor uns ausprobiert, damit das jetzt alles etwas schneller geht. Grund war, also in den letzten Videos hatte ich das irgendwie falsch gesagt, wir wollen hier keinen Funkspruch senden, sondern wir wollen den, ja wie heißt gleich der Typ, diesen Pilot, genau, der am Baum hängt, den wollen wir darüber anfunken, denn der hat solche Lautsprecher auf dem Kopf. Ich meine Kopfhörer auf den Kopf, genau. Und der schläft, ja, der ist abgestürzt mit dem Flugzeug und hat halt nichts Besseres zu tun, als im Baum erstmal ein Nickerchen zu halten. Ich vermute mal, dass dieser Typ Boris heißt, denn hier oben, ihr seht, steht Boris. Da, ja, genau da oben. Nun gut, fangen wir mal an, wir müssen jetzt also hier irgendwie, ihr seht hier diese vier Stellen, hier müssen vier Zahlen rauskommen. Und, naja, die wollen wir jetzt halt mal rausfinden. Ich habe das jetzt ausprobiert und ich hoffe, dass ich das jetzt auch nochmal richtig in der richtigen Reihenfolge mache. Ja, jetzt haben wir wohl gerade erstmal den Strom angeschalten. Fragt mich jetzt bitte nicht irgendwie, warum ich jetzt die und die Knöpfe drücke. Es hat halt einfach seinen Grund. So, jetzt müssen wir, glaube ich, den umlegen. Und den hier runter, den grünen. Das für alle, die das zu Hause mal nachmachen wollen. Ja, genau. Jetzt hat es funktioniert. Also ihr seht, hier oben sind zwei Zahlen erschienen und da steht eine 0 und eine 3. So, jetzt fehlen uns die zwei anderen Zahlen und die wollen wir jetzt auch mal rausfinden. Da müssen wir jetzt hier, ich glaube, den rum. Jetzt machen wir den hier hinten hoch. Und jetzt müssen wir, glaube ich, nur hier unten was in der Reihenfolge ändern. Den runter. Nee, das war falsch. Den hoch. Ah ja. Und eine 28. Ach, also 03 und 28. Gut. Merken wir uns die Zahlen erstmal und gehen wieder hier raus. Ich habe das Ganze mal kurz auf einen Zettel notiert. So, was wir mit den Zahlen vorhaben, werdet ihr gleich sehen. Gehen erst einmal wieder zurück. Ich finde die Musik übrigens auch gerade sehr schön hier. So, und Kate, latsch mal los. Ich hoffe, ich finde das jetzt noch die richtige Ecke. Naja, hier geht es nicht lang. Aber dafür geht es hier lang. Und ich glaube, hier oben waren wir noch nicht gewesen. Großer Gott! Das war Hans hinten auf dem Schlitten. Ich muss irgendwie zum Zug zurück, wenn ich sie noch erwischen will. Ja, da waren sie wieder, diese hässlichen ollen Borgoff-Bürger. Ich hasse die einfach. Ja, wie die jetzt hierher kommen. Gut, die haben ja versucht, diese Steine auf uns zu werfen. Ich frag mich nur, wie die hier rüberkommen, warum Kate nicht einfach rüberlaufen kann. Ich verstehe das nicht. Gut, also wir gehen erst nochmal zurück. Gott, da eben hin, hier, wo ich hin will. Ja, ein sehr schlauer Satz war das jetzt. Naja. Den hier haben wir uns ja noch nicht richtig umgeschaut. Genau, ihr seht, hier ist ein Antennenmast. Und ein kleines Funkhäuschen. Und da schauen wir uns jetzt mal um. Geht es, glaube ich, nicht weiter, oder? Nein. Gut.
Okay, ja, was haben wir denn hier? Hier ist eine Art Mikrofon. Hier werden wir wohl unsere Zahlen eingeben können und das hier unten scheint mir eine Art Radar zu sein. Aber wir fangen erst einmal mit den Zahlen an. Also wir hatten 0, 3 und 28. Dann lassen wir die 0 und stellen hier auf die 3. So. Gut, weiß nicht, schalte jetzt mal das Radar an. Mal sehen, ob das was bringt. Keine Ahnung. Mal sehen, was Kate jetzt veranstaltet. Boris, hören Sie mich? Hier ist Kate Walker. Wachen Sie auf, Boris. Wachen Sie auf. Ja, du lieber Himmel. Wie bin ich denn hierher geraten? Ich will runter. Lass mich runter. Schnallen Sie sich ab, Boris. Abschnallen? Ah ja, klar. Ich schnalle mich sofort ab. Hoffentlich hat er sich nicht wehgetan. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Trottel? Da sagt, lasst mich runter, dabei hängt er an dem Baum. Also da wird ja nicht festgehalten oder so. Oh Mann. Okay, ich würde sagen, wir gehen erst einmal ganz schnell wieder zurück. Ich denke, also beziehungsweise wir müssen auch wieder zurück hier, aber wir gehen erstmal zu diesem komischen Typ. Irgendwie sagt er mir gar nichts mehr. Zumindest nicht mehr so richtig, was da uns bringen soll. Aber Kate wird das Ganze schon aufklären. Bin ich doch ganz fest überzeugt davon. So, hier ist das Wrack. Ach, dort ist er schon. Ich glaube kaum, dass er sein Flugzeug wieder zusammenbauen kann. Was macht er eigentlich dort? Boris! Ach, Kate! Mein Sternengleiter ist dahin. Irreparabel. Boris, Ihr Sternengleiter ist ja in erbärmlichem Zustand. Aber ich bin bis zu den Sternen geflogen. Nur das zählt. Hä? Wie kann er mit dem Ding bitte bis zu den Sternen fliegen? Sieht mir nicht danach aus. Naja, machen wir mal weiter. Boris. Hans Vorarlberg ist entführt worden. Hä? Was? Was sagst du da? Zwei Halunken haben Hans Vorarlberg entführt. Ich bin ihnen auf den Fersen. Der arme Herr Vorarlberg. Leider werde ich dir wohl kaum helfen können. Ich verstehe. Ich muss diese Schurken um jeden Preis kriegen. Denn Hans ist nicht gerade bei bester Gesundheit. Ich würde ja gerne helfen. Aber ich wüsste nicht, wie, Kate. Mein Zug befindet sich am Fuße dieses Bergs. Und es gibt keine Möglichkeit, hinunterzukommen. Leider ist mein Gleiter lädiert. Das Landen war noch nie meine Stärke. Sind Sie sicher, dass ich Ihren Sternengleiter wirklich nicht benutzen kann? Ganz sicher. Ich wusste, die Landung würde ein wenig rau werden. Also habe ich den Schleudersitz betätigt. Aber vielleicht ist der Schleudersitz des Co-Piloten noch okay. Man müsste versuchen, das Handsteuersystem zu betätigen. Ich werde versuchen, diesen Schleudersitz zu betätigen. Ist gut. Ich warte so lange hier. Aha. Wahrscheinlich plant Kate, mit diesem Schleudersitz sich rüber zu dem Zug zu schleudern. Genau. Schauen wir uns das Ganze doch einmal an. Sieht aus wie dasselbe von vorn, aber hier ist etwas Neues. Die sollen mir aber jetzt bestimmt wieder Koordinaten reingeben. Ja, ich kann mir das jetzt schon denken. Wir müssen jetzt die Koordinaten für den Zug rauskriegen. Und das schaffen wir nur beim Antennenmast. Genau. Da müssen wir jetzt nochmal zurück. Ich werde jetzt erstmal einen kleinen Schnitt machen und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann!